Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind in Sovngarde angekommen und suchen jetzt nach einem Weg, den Weltenfresser Alduin zu vernichten. Da ist er. Alduin. Ich komme und hole dich, du Bastard. Ich habe dich schon einmal bezwungen. Warum sollte ich das nicht wieder schaffen? Hallo? Kehrt um, Reisender. In diesem Nebel lauert der Schrecken. Viele haben sich ins düstere Tal gewagt. Doch vergebens ist aller Mut angesichts der Gefahr, die diesen Pfad bewacht. Wer seid ihr? Bei der Kluft der Kolosse, im Dunkel vor der Dämmerung, marschierten wir nichtsahnend in die kaiserliche Falle. Dort standen wir und kämpften. Unser Schildwall trotzte lange dem Feind, und bei Anbruch des Tages wankten seine Reihen. Erfahren habe ich nie, ob das Ende der Nacht uns den Sieg gebracht. Ein flinker Pfeil trug mich nach Sovngarde. Was ist das für ein Nebel? Ich weiß es nicht, doch niemand kommt hindurch. Alduin, voll unstillbaren Hungers, jagt die verlorenen Seelen, die in diesem düsteren Tal gefangen sind. Könnt ihr uns den Weg weisen, dorthin, wo Shors Halle wartet? Sie verheißt uns ein lang ersehntes Willkommen. Shors Halle, was soll das sein? Wisst ihr das nicht? Was führt euch her? Sicher haben die Träume euch den Weg gewiesen. Ich schlafe nicht. Die Halle der Tapferkeit, in der die Helden darauf warten, Shor in den letzten Kampf zu folgen. Ich sah sie deutlich, als zuerst auf diesem Pfad ich schritt. Der Schmerz, die Furcht, sie waren weg wie im Traum und eine Vision winkte mir. Shors Halle glänzte dort, jenseits des trüben Tags. Doch brachte der Nebelschleier die Hoffnung zum Erlöschen. Mein Geist verdunkelte sich. Ich kam vom Weg ab und irre nun blind umher. Schnell! Trag die Kunde unseres schweren Loses in Shors Halle, ehe Alduin auch euer Leben verschlingt. Das hat er schon mal versucht. Ich bin hier, um Alduin zu töten. Hütet euch. Der Weltenfresser wartet im Nebel. So, okay. Ich will nur gerade gucken, ob es hier noch mehr Leute gibt, die wir so treffen können. Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist nutzlos. Na, was macht er? Oh, cool. Ich glaube ja nicht, dass er das mit uns auch machen kann. Hallo? Als ich aus dem kalten Tod erwachte, war mein dunkles Schicksal verschwunden. Ich sah Shors Halle. Die Sehnsucht meines Herzens. Doch nun wandere ich umher, erschöpft und verloren. Alduin jagt mich, so wie wir früher unsere Beute jagten. Ein bitterer Lohn für viele blutige Taten. Kehrt um, bevor er euch findet. Hütet euch, der Weltenfresser wartet im Nebel. Der gute alte Kotlak. Da steht noch jemand. Guckt mal. Hütet euch. Der Weltenfresser wartet im Nebel. Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist nutzlos. Da ist Alduin. Es gibt kein Entrinnen. Tapferkeit ist nutzlos. Wer ist Zwagnir? Irgendwen hat er sich ja gerade wieder geschnappt.
Okay, aber ich sehe die Hallen. Wir kommen näher. Hütet euch. Der Weltenfresser wartet im Nebel. Er kann aber lange warten. Ich habe den Nebel verlassen. Jetzt müssen wir nur den Weg darüber finden. Oh, oh, Alduin kommt. So, das hier sieht doch nicht schlecht aus. Hm, guten Appetit. Grüße, wer bist denn du? Was führt euch, grimmer Wanderer, zu Sorengarde, Ende der Seelen? Schenk Chance an geehrte Tote. Wer seid ihr? Ich bin Zun, Schildtarne von Shor. Er ließ mich die Wahlknochenbrücke bewachen und jene Seelen prüfen, deren heldenhaftes Ende sie hierher zu Shors erhabener Halle führte. Wo ein Willkommen wohlverdient auf jene wartet, die ich für würdig erkläre, sich dieser Gemeinschaft der Ehre anzuschließen. Ich verfolge Alduin, den Weltenfresser. Ein schicksalhafter Auftrag. Nicht wenige brannten darauf, dem Wurm entgegenzutreten, seit er an der Schwelle zu Sovngarde seine Seelenfalle aufgestellt hat. Doch Shor hat unseren wütenden Ansturm gehemmt. Vielleicht hat er in seiner tiefen Weisheit euren Untergang vorhergesehen. Ich verlange Eintritt in die Halle der Tapferkeit. Kein Schatten seid ihr, wie sie sonst hier vorüberziehen, sondern lebend wagt ihr euch ins Land der Toten. Mit welchem Recht begehrt ihr Einlass? Beim Recht der Geburt, ich bin ein Drachenblut, oder beim Recht des Ruhmes, ich führe die Gefährten von Jorvaska. Oder beim Recht der Intelligenz, ich bin der Leiter der Akademie vom Winterfeste. Beim Recht des Blutes, ich horche auf die Mutter der Nacht. Oder beim Recht der Plünderung, ich bin eine Nachtigall von Nocturnal. Oh, mal die Gefährten. Ich begrüße die Gelegenheit, den Erben von Iskramors Klinge herauszufordern. Den geehrten Schildbruder von Kotlak Weißmähne. Nachdem ich vergebens Ausschau hielt. Kann ich die Halle der Tapferkeit betreten? Lebend oder tot. Auf Befehl Shors darf niemand diese gefahrvolle Brücke überschreiten, bis ich ihn nach der Kriegerprüfung für würdig erkläre. Ihr habt gut gekämpft. Ich erkläre euch für würdig. Das war aber relativ knapp, ne? Es ist viel Zeit vergangen, seit zuletzt ein lebendes Wesen hier eingetreten ist. Möge Chance Gunst auf euch und eure. Auftrag. So, danke. Shors Gunst hat euch gefunden, Drachenblut. Die Halle der Tapferkeit, die Ruhe des Herzens, wartet auf euch. Na denn, gehen wir mal rüber, wa? Ach Gott, ist das eine Scheißbrücke hier? Da werde ich ja schon wieder ganz nervös. Oh, Alduin da draußen immer noch auf der Jagd im Moment. Doch, da fliegt er. Ich denke, die finale Schlacht steht unmittelbar bevor. Nicht des Let's Plays, aber dieser Questreihe hier. Wir haben ja dann noch ein bisschen was zu erledigen, wenn Alduin dann vom Tisch ist. Hallo.
Seid willkommen, Drachenblut. Unsere Tür war leer, seit Alduin seine Seelenfalle hier aufgestellt hat. Auf Shores Befehl hin haben wir unsere Schwerter weggesteckt und sind nicht in den dunklen Nebel des Tals vorgedrungen. Aha. Doch drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Gormleit der Furchtlose, frohen Herzens in die Schlacht ziehend. Hakon der Kühne, unbarmherziger Krieger. Und Feldir der Alte, vorausschauend und grimmig. Na denn. Die drei erwarten euer Wort, um mit wildem Ungestüm den gefährlichen Feind zu bekämpfen. Ja, die stehen da hinten. Bevor ich mit denen rede, gucke ich mich aber erstmal in Ruhe um. Weit seid ihr gereist und habt mancherlei Prüfung auf euch genommen, um von Sovngardes süßen Freuden zu kosten. Da bist du. Ist euch nach Speise oder endlosem Gesang? Auf Shores Befehl hin gebieten wir unsere Allerei. Seid willkommen und singen eure Seelen. Die drei erwarten euer Wort und mit wildem Ungestüm den Istramor, Held von Sovngarde. Held von Sovngarde. Meine Anhänger wandeln noch auf dem schwierigen Pfad. Ach. Der Weg der Stimme ist weder breit noch ein Jürgen Windrufer. Aber wenn ihr euch von der Weisheit entfernt, den Gefährten kann mein Herz lange in Schors gesegneter Halle bedrücken. Niemals Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort und wir werden mutigen Herzen voranschreiten. Olaf ein Auge. Ihr habt Zwagnir befreit, ein wirklich lausiger Dichter. Aber ein ehrenhafter Feind, der sich meine Achtung verdient hat. Leider ist er jetzt im Seelenfallennebel verloren. Besiegt Alduin und wendet sein Verderben ab. Dann hoffe ich, ihn in dieser Halle als Freund zu begrüßen. Ist euch nach Speise oder endlosem Gesang? Ist ganz cool zu gucken, wie man hier so finden kann, ne? Seid willkommen und wärmt eure Seele. Die sind ja die ganze Zeit am irgendwelche Questtexte reden. Gegen diesen abscheulichen Wurm. Aber während ich überhaupt nicht daneben stehe. Das kann nicht wahr sein. Hier ist Hunroch. Drachenblut. Ey! Ihr gekommen, um Sovngarde endlich von Alduin. Okay, okay. Pass auf. Pass auf, wir gucken, wer hier sonst noch so steht und dann lade ich das automatische Speichern beim Eintreten. Weil so ist scheiße. Jetzt habe ich überhaupt nicht mitgekriegt, was die gesagt haben. Sowas finde ich immer zum Kotzen. Ja, warum darf ich nicht bestimmen, wann wir hier weitermachen? Ich hebe den Becher, Drachenblut. Tod und Ruhm. Und du bist. Chance, Macht, Schütz, dieser. Ja, ja, okay. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. So, jetzt wir natürlich mit Iskramor nochmal sprechen. Seid willkommen, Drachen. Ja, ja, ja. Doch da, ja, 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 ja. Ja, ja. In die Schlacht ziehend. Ha, lasst Kotlak nicht im Stich. Er hat sich seinen Platz hier hart erkämpft und verdient es nicht, Alduins unstillbarem Hunger zum Opfer zu fallen. Ich weiß. So, ihr drei. Das sind die drei, die wir beobachtet haben, ne? Jetzt werden wir Alduins Untergang besiegeln. Sprecht nur das Wort und wir werden mit mutigen Herzen voranstürmen, um den Wurm niederzustrecken, wo immer er lauert. Wartet, Kameraden. Lasst uns Rat halten, bevor wir uns blindlings in den Kampf stürzen. Alduins Nebel ist mehr als eine Falle. Seine schattige Düsternis ist sein Schild und sein Mantel. Weit seid ihr gereist und habt mancherlei Prüfungen aufgenommen, um von Sovngardes süßen Freuden zu kosten. Feldir spricht weise. Ich hab's nicht gehört. Sorry, ich weiß nicht, was Feldir gesagt hat. Irgend so eine Dummbacke hat mich von der Seite angequatscht. Wir müssen seinen Nebel vertreiben, indem wir unsere Schreie vereinen. Und dann in verzweifeltem Kampf gegen unsere schwarzgeflügelten Widersacher die Klingen ziehen. Auf in den Kampf, meine Freunde! Die Felder werden vom Lärm des Krieges widerhallen. Unsere Willen ungebrochen. So, okay. Gormleit Goldengriff, Hakon Einauge und Feldir der Alte sind gekommen, um ihr im Kampf gegen Alduin beizustehen. Gemeinsam sollten wir stark genug sein, um den bösartigen Nebel zu bannen, in dem er sich verbirgt. Sobald dieser fort ist, wird er sich uns stellen müssen. Alduin ist uns vor langer Zeit entkommen. Heute werden wir unsere lang... Das ist so unhöflich, einfach mitten im Gespräch abzuhauen, ne?
So, okay. Dann gehen wir mal den Nebel bannen, wie genau. Du bist eine wahre Heldin, weißt du das? Ich gehe schon mal vor. Sag Bescheid, wenn du diesen Gegner da bezwungen hast. Oh Gott, ist das traurig. Noch trauriger wird es natürlich, falls ich jetzt die Quest nicht abschließen kann, weil sie da hinten feststeckt, ne? Am heutigen Tag ruhen Shors Augen auf euch. Besiegt Alduin und vernichtet seine Seelenfalle. Klar. Das werden wir schon schaffen. Welchen Schrei müssen wir denn nehmen? So, alle da? Wir können den Widersacher bei diesem Nebel nicht bekämpfen. Wolkenlose Himmel, bringt unsere Schreie zusammen. So, das war das. Also ihr dürft gerne mithelfen, ne? Das ist relativ sinnlos, was wir hier gerade machen, Leute. Seine Stärke nimmt kein Ende. Ist unser Kampf vergebens. Bleibt standhaft. Seine Stärke versiegt. Noch einmal und seine Macht ist gebrochen. So, jetzt speichere ich nochmal ab. Jetzt steht da nämlich Bezwinger, Louis. Ist ja gerade was eingefallen, was ich höchstwahrscheinlich brauchen werde. Drachenfall. Und ouch. Ich habe mich verfehlt. Ganz toll. Meine Güte. Kannst du mal landen, bevor der Drachenfall aufgebraucht ist? Ist er schon wieder weggeflogen? Alter, was soll denn die Scheiße? Ja, ich habe auf diese Taste gehämmert, wie blöde. Ja, zwischendurch speichern. Im Moment läuft nämlich ganz gut. Ja, ich glaube, wir haben ihn. Ja, wenn er sich nicht aus meiner Reichweite hier rausbegibt einfach. Verrecke, du Mistvieh. Kommt jetzt Phase 2 oder was? Wumms. Uralte Schuld für Alduins Gnadenfrist des unbezahlten Garde. Lange nach seiner grausamen Falle. Von diesem Kampf
wird man in Shaws Halle für immer singen. Doch euer Schicksal wird sich nicht hier erfüllen. Wenn ihr eure Tage bis zur Neige gelebt habt, darf ich euch hier von Neuem willkommen heißen. Mit froher Freundschaft und euch zum seligen Feiern einladen. Ruhm und Ehre dem Drachenblut! Gepriesen sei er mit höchstem Lob! Hurra! So, ja. Das war jetzt irgendwie... Also der erste Kampf mit Alduin war härter. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber ich wollte jetzt nochmal kurz gucken, ob wir Kotlak jetzt vielleicht hier noch finden und hierher schicken können. Oder ob wir vielleicht mit Iskramor nochmal sprechen können oder irgendwie sowas. Ich will jetzt nicht einfach hier wieder gehen und dann ist Ende im Gelände, wisst ihr? Ich kann Kotlak nicht mehr sehen. Ich sehe allgemein niemanden mehr auf dem Pfad hier. Schade. Na gut. Dann gucken wir, ob wir nochmal in die Halle reinkommen, bevor ich hier wieder abzische. Es ist so schwer, war der jetzt gar nicht, der Alduin, oder? Oder so mächtig. Den haben wir ganz schön auseinandergenommen. Den hätten wir wahrscheinlich sogar alleine geschafft. Ich glaube nicht, dass die großartig was beigetragen haben hier. So, und jetzt stürze ich hier noch ab. Pass auf. Wir wetten, die sind verschlossen jetzt. Ja, natürlich. Ich darf da nicht wieder rein. Was auch sonst. Klar. Gut, dann bleibt uns nicht viel übrig, als den Heimweg anzutreten. Und von unserer Heldentat zu berichten. Was natürlich gleichzeitig dann den Krieg aufs Neue starten wird. Ne? Weil die Waffenruhe galt ja nur... Solange wie die Bedrohung durch Alduin akut war. Da bist du ja! Ich höre, dass euer Herz wie das der alten Herolde schlägt. Eure Ruhmestaten im Himmelsrand werden gesehen und gewürdigt. Der Nebel hat sich verzogen. Was für ein glorreicher Tag! Ich werde auf euch warten, wenn ihr am Ende eures Weges zu Shaws Halle zurückkehrt. Die Ehre ist unser, wenn ihr euch wieder zu den Gefährten in Sovngarde gesellt. Ruhm und Ehre dem Drachenblut! Gepriesen sei er mit höchstem Lob! Unsere uralte Schuld für Alduins Gnadenfrist. Selbst hier in der großen Heldenschar können nur wenige mit einer solch großen Tat aufwarten. Welcher Ruhm! Die Götter selbst müssen uns diese wohlverdiente Ehre neiden. Ja, wir sind ja überhaupt nicht irgendwie von uns selbst eingenommen oder so, ne? Na gut, Zun. Wenn ihr bereit seid, zu den Lebenden zurückzukehren, dann sagt es mir und ich schicke euch zurück. Ich bin bereit. Kehrt jetzt nach Nien zurück mit diesem reichen Lohn von Shaw, meinem Herrn. Ein Schrei, der in der Stunde der Not einen Helden von Sovngarde herbeiruft. Cool. Held. Ruf der Tapferkeit. Champion. Ruf der Tapferkeit. Und die dritte Stufe wird uns höchstwahrscheinlich aufgrund dieses Ladebildschirms nicht mehr angezeigt werden. Mal gucken, ob wir es finden.
Ruf der Tapferkeit, Legende. Ja, cool. So, hier Todeszeichen. Guten Tag. Störe ich gerade? Wie hast du mich genannt? Er macht mich überhaupt nicht nervös, diese ganzen Drachen hier, ne? Na, Patty? Alter Sausack. Es ist doch... Ist doch Patty hier, oder? Ja. Es ist geschafft. Alduin Dillon. Er ist nicht mehr der Älteste, der vor allen anderen da war und stets da gewesen ist. Es hört sich nicht so an, als wärt ihr darüber sehr glücklich. Glücklich? Nein, ich bin nicht glücklich. Zechmachri lost Ondulm Bormachu. Alduin war einst die Krone der Schöpfung unseres Vaters Akatosh. Ihr habt getan, was notwendig war. Alduin hat sich in seiner Pachlok, der Arroganz seiner Macht, weit vom Weg des rechten Handelns entfernt. Aber ich kann seinen Sturz nicht feiern. Sutiras Ach Otmar. Er war einmal mein Bruder. Diese Welt wird nie wieder dieselbe sein. Die Welt ist ohne Alduin ein besserer Ort. Vielleicht. Auf jeden Fall wird sie fortbestehen. Griglos, nein. Und wie ihr mir einst gesagt habt, muss sich die nächste Welt um sich selbst kümmern. Fulnilos. Selbst ich kann nicht über das Ende der Zeit hinaussehen. Aber ich vergesse mich. Krossis. Solos mit Fadon. Melancholie ist eine Falle, in die ein Dover nur allzu leicht tappt. Ihr habt soeben einen mächtigen Sieg errungen. Zachrod Krongrach, der für den, der Augen zu sehen hat, durch alle Zeitalter dieser Welt erschallen wird. Genießt euren Triumph, Dovahkiin. Dies war nicht das letzte Mal, dass ihr euer Zeichen auf den Strömen der Zeit hinterlassen habt. Goran, so jung habe ich mich seit vielen Zeiten nicht mehr gefühlt. Viele meiner Brüder sind jetzt über Kisal verstreut. Ohne Alduins Herrschaft beugen sie sich vielleicht der Vasen. Rechtmäßigkeit meines Tun. Aber ob sie wollen oder nicht, hören werden sie es. Lebt wohl, Dovahkiin. Paternax. Auf dass du nicht die gleichen Fehler wie dein Bruder begehen mögest. Denn sonst, mein Freund, sehen wir uns wieder. Kann mich einer von euch vielleicht mitnehmen? Hi! Usa Wundune Wawut Gain.
Ich wünsche dem Alten bei seinem Auftrag viel Glück. Doch ich bezweifle, dass viele den Wunsch hegen, Alduins Herrschaft für die Tyrannei von Parthur Nax Weg der Stimme aufzugeben. Was mich betrifft, so habt ihr eure Meisterschaft zweifach bewiesen. Turi Dovahkiin, ich erkenne die Macht eures Turm mit Freuden an. Su Odawin, ruft mich, wenn ihr mich braucht. Ich werde kommen, wenn ich es kann. Danke. Auch wir werden uns wiedersehen. Du kannst mich nicht zufällig in Weißlauf absetzen, oder? Ach Mist. Okay. Das war jetzt aber The Elder Scrolls 5 für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen. Bis dann. Jetzt darf ich sehen, dass ich von diesem blöden Berg wieder runterkomme. So eine Scheiße, das ist doch...